Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Timberborn. Ja, wir haben hier mit dem Faulwasser zu kämpfen. Wobei, ja gut, also toll ist es nicht, aber wir überstehen das Ganze, glaube ich, ganz gut. Und wir sind dann noch ganz frohgemut dabei. Vor allen Dingen hier unsere Biber. 3 Tage müssen sie noch schaffen. Dann kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, was mich so ein bisschen drückt, ist hier die Geschichte immer noch. Auch da sind wir dran. Meine Güte, ist ja schnell. Okay. Die sind immer noch voll. Okay, das Teil ist fertig. Ja, jetzt rollt es aber so langsam mal hier. Was passiert? Ich wundere mich, dass sich das hier dermaßen lange hinzieht. Wie weiter kein Sport? Kann doch nicht sein. Was soll man denn noch machen? Hier sind keine Ritter mehr vorhanden. Da auch nicht. Wir sind hier auf 12 runter. Der zählt ja davon wegen kein Stauraum. Was soll denn das jetzt? Aha. Jetzt auf einmal. Ja, lange genug hat es gedauert. So, das heißt, der Weg kann jetzt da endlich weg. Wie war das nochmal gleich? So, wie? Der war's. So, das hauen wir weg. Dann kann ich jetzt hier hingehen. Na, und sagen. Nein, ja. Da machen wir dicht. Dann hoffe ich mal. Dass das Ganze dann entsprechend von Erfolg gekrönt sein wird. So, da ist ja jetzt Gott sei Dank das letzte Brett weggebracht worden, nach vielen Kämpfen. Heißt, ich kann jetzt hier wieder hingehen und sagen, liebe Leute, nehmt euren Betrieb wieder auf. Ja, das nenne ich mal prompte Bedienung. Dann, ja, da hat sich hier direkt gelohnt, dass ich das Ding dahin gesetzt habe. Da sind die jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Das haut es natürlich nur mit dem Eisen ein wenig, aber das ist nebensächlich. Das klappt alles. So, da wird auch aufgefüllt, das ist cool, weil wir brauchen, wenn wir hier Sachen bauen wollen, dann auch mal so ein bisschen Bretter. Von daher ist es nicht verkehrt, da einen kleinen Vorrat zu haben. 180 wäre zu viel gewesen. Das wäre jetzt nicht so prickelnd gewesen, das zu machen. Okay, die Versorgung mit Nahrung sieht soweit ganz gut aus. Ja, der Lager ist voll. Alles okay. Ja, hier, das dauert natürlich noch ein bisschen, bis die Bäumchen da fertig sind, obwohl, also erwachsen sind. Obwohl. War da nicht irgendwie schon eins? War da nicht eins mehr? Ah, sicher. Habe ich doch richtig gesehen. Okay. Cool. Das ist das. Dann brennt es irgendwo. Müssen wir irgendwas machen. 2,5 Tage haben wir geschafft. Da wird gerade das Eisen geliefert. Sehr cool. Und, ja, okay. Wollen sie jetzt noch nicht fertig machen, keine Ahnung. Aber immerhin ist es alles da, was wir brauchen. An Ressourcen. Ja, wo setze ich denn jetzt da am besten die Brücke hin? Wir brauchen ja noch so ein bisschen Platz. Also hier würde ich sagen, nicht. Hier wäre eine Möglichkeit gegeben, aber wir müssen ja auch irgendwie da drüber kommen. Oh, das kann sehr gut sein. Ich sehe das gerade. Oder nee, Moment mal, der ist ja noch nicht fertig hier, ne? Warten wir erstmal das ab. Wobei, man sieht hier schon, das bringt was. Das war tatsächlich da dieses Stückchen Weg.
und die Brücke, das war das Problem. Jetzt zieht es sich zurück. Und so wage die Behauptung fast komplett, ja. Hier ist noch so ein bisschen, aber gucken, ob das bleibt oder ob sie das auch erledigt. Meine, das wird schwächer. Jo, ist es weg. Okay, also bis auf die Gebiete jetzt natürlich versorgt sind, ne, durch die Flut, haben wir jetzt den Bereich sauber. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So. Das heißt, ich brauche aber jetzt hier irgendwie so einen Weg drüber. Das ist aber nicht das Problem. Sowas kriegt man hin. Ich weiß, es wird jetzt Nacht, aber das ist nicht weiter schlimm. Dann kann ich jetzt nämlich hier erstmal hingehen und sagen, ich baue hier eine Plattform hin oder will hier eine Plattform haben. Der Weg müsste dann aber da weg. Moment, Augenblick. So. Das macht dann nämlich keinen Sinn. Was wir brauchen in beiden Fällen ist eine Treppe. So. Einmal da. Einmal hier. Und dann natürlich sowas. Und hier sowas. Okay. Dann könnte ich hier direkt die Brücke wieder anbringen. Moment, das müsste eine 2x1 sein, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ah ja, das kann ich schon sagen. Ja, sehr gut. Jetzt kriegen wir hier die Brücke hin. Und jetzt mache ich mal hier den, damit die Nacht schneller rumgeht. Also die Restnacht, die wir dann noch haben. Das war's schon. 2 Tage müssen wir noch überstehen. Sehr gut. Ein Biber ist noch verletzt. Okay, wie gesagt, dann bauen wir dann da die Brücke hin. Und wir könnten dann hier überlegen, einen weiteren Distrikt hochzuziehen, ist die Frage. Das Zentrum, wo setzen wir das hin? Schon fast sagen, wir haben hier mal diese Quelle, um die es mir geht. Da haben wir das Eisen. Na gut, hier geht es nicht, beziehungsweise da müssen wir erstmal die Bäume da wegruppen. Dann könnte man das machen. Ansonsten würde sich das hier anbieten. Und alles andere müssten wir dann mit Wegen hinkriegen. Das müsste eigentlich gehen. Wenn ich mir so die gleich hier so. So in die Art. Ja, erstmal so eine Vorabüberlegung. Also ich will das jetzt noch nicht machen. Aber hier könnte man tatsächlich irgendwie so in diese Richtung das Zentrum setzen, hoffe ich. Ja, wir brauchen da Wasser, wir brauchen alles. Ja gut, ein bisschen Holz kriegen wir hier von den Teilen, also das würde schon gehen, dass wir also zumindest hier eine Holzversorgung hinbekommen. Aber ansonsten fehlt es hier an allen. Also wir haben ja keine eigene Wasserquelle. Das hier kannst du vergessen. Das wird ein bisschen heftig. Also die müssen mit Nahrung versorgt werden, die müssen mit Wasser versorgt werden. Auf lange Sicht gesehen auch mit Holz. Also das hier ist ja nur alles tot und kann nur abgeholzt werden. Danach ist es weg.
Und da kann nichts nachwachsen. Wir kriegen, glaube ich, keine Bewässerung in dem Sinne hin. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, schauen wir mal, wie war das, was wir da am besten hinkriegen. Okay. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wo ist da unser Distrikt? Wir haben aktuell 9 Leute übrig. In Anführungsstrichen. Hier sind 6 Leute, die im Augenblick keine Arbeit haben. Das heißt also von der Seite her, wir hätten sowohl hier als auch da entsprechende Kapazitäten frei und könnten das machen. Nur im Augenblick möchte ich es nicht, solange wir hier noch das Problem haben mit unserem Faulwasser. Ne? Wir müssen erstmal das überstehen, bevor ich hier hingehen kann und eine weitere Siedlung hochziehen, die entsprechend mit Wasser versorgt werden muss und so weiter und so fort. Das können wir jetzt knicken und wie wir hier sehen, also die Pumpen arbeiten nicht. Also die Filterwirkung scheint wohl nicht gegeben zu sein, dass das noch geht. Dass die hier entsprechend da was rausziehen. Nee, die Produktivität ist komplett auf Null. Da läuft nichts mehr. Warte mal, warte mal, warte mal. Wasser, 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 Wasser. Ich schau mal gerade. Wir hätten eine Faulwasserpumpe. Die ist ja speziell halt für Faulwasser, um das entsprechend abzupumpen. Flüssigkeitsableiter. Ja, wenn, dann bräuchten wir so etwas. Ich überlege gerade, wie wir da eine Bewässerung hinbekommen. Aber das sehe ich noch nicht. Das sind übrigens hier das hier nicht, aber hier, ne, das Faulwassersiel und die Faulwasserförderungsanlagen. Das sind neue Gebäude, die gab es vorher so nicht. Eine Zentrifuge, meine ich, hätten wir vorher auch schon gehabt in irgendeinem anderen Zusammenhang. Da ging es, glaube ich, nicht um dieses Faulwasser irgendwie, oder ich vertue mich gerade. Weil wir schon mal irgendwie eine Möglichkeit hatten, Sachen da irgendwie Treibstoff zu produzieren aus irgendwas. Weiß jetzt nur nicht mehr, ob das über diese Zentrifuge ging. Oder wie auch immer. So, oh, Brücke schon wieder fertig, das ist cool. Ja, gut, wir müssen auf jeden Fall erstmal noch hier, wie gesagt, die Flut hier abwarten. Bevor wir uns daran begeben können, da ernsthaft dann ein Distriktzentrum da, also einen entsprechenden weiteren Distrikt und somit ein weiteres Dorf da hochzuziehen. Das wird so nichts werden. So, okay. Die nächste Nacht wird überstehen werden müssen. Rede schon Unsinn. Dann haben wir noch einen Tag Faulwasser vor uns. Bis jetzt ist alles gut gelaufen. Und gehe davon aus, dass das auch so bleiben wird. Gut, das muss ich natürlich erstmal wieder alles erholen, sobald das saubere Wasser wieder da ist. Und hier könnte man wirklich überlegen, ob ich, wenn das, sobald das hier alles soweit wieder funktioniert und entsprechend benutzt werden kann. Hier wäre dann zu überlegen, was man hier macht. Irgendwie vielleicht einen Bauernhof oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Wobei von der Fläche her ein Bauernhof sich eigentlich mehr so hier in dem Gebiet anbieten würde. Ja, schauen wir mal. Dann wird Wenn ich mit diesen Sperren arbeite, die ja, wenn sie einmal vernünftig alles gemacht ist, sehr gut funktionieren, diese Sperren. Oder ob ich das lasse. Weil wir verlieren natürlich dadurch ein bisschen Platz, logischerweise. Die brauchen etwas Platz. Aber wir gewinnen halt auch. Okay. Nach wie vor ein verletzter Biber. Wo ist er? Wo ist er? Aha, hier bei uns. Im Ursprungsdorf, also im ersten Distrikt.
Okay, keine freien Betten. Naja. Das ist ganz gut, dass wir da so ein bisschen Reserve haben. Weil früher oder später werden hier wieder Leute durch, also Biber durch Altersschwäche und so dahin scheiden. Und so bitter sich das anhört, dann werden auch die Betten wieder frei. Das ist nun mal so. Okay, ja, hier das gleiche Problem, ne, mit der ganzen Geschichte. Und nun gut, nun gut. Das ist alles noch nicht optimal. Aber wie gesagt, ne, da habe ich ja Ideen, die dann noch umgesetzt werden müssen. So, der letzte Tag ist angebrochen. Letzte Faulwassertag. Und wir sind gut dabei. Ne? Also hier die Fässer, die sind. Oha. Ja gut. Eins ist tatsächlich leer. Wow. Eins ist leer. Zweite ist Hälfte. Gut, die Hälfte weg. Hier sieht es noch einigermaßen gut aus. Ja. So langsam macht sich es bemerkbar, dass die Bevölkerung hier, die Anzahl unserer Biber gewachsen ist. Also für euch nicht, ne? Klar, für euch ist das hier ein kompletter Neueinstieg, aber als ich hier gestartet bin, da hatten wir noch nicht 102 Bewohnerinnen und Bewohner hier, sei es Alttiere, sei es Jungtiere. Und auch hier war die Bevölkerung nicht ganz so hoch. Und so mittlerweile macht sie das bemerkbar. Ja, aber wir kommen noch ganz gut durch. Wir kommen noch ganz gut durch. Also den Tag, den schaffen wir auf jeden Fall. Aber wenn das hier länger dauert, wird es eng werden. Das ist das, was ich da rausziehe. Das heißt, wir müssen noch weitere Fässer bauen. Und eventuell auch weitere Pumpen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Dann hier hatte ich schon eine. Hier habe ich schon eine, die war ursprünglich nicht. Ich hatte nur die hier auf der Seite, die drei. Die vierte hier, die ist neu. Jo. Da ist dann die Frage. Moment, ich habe hier. Ja. Vielleicht hier in diesem Gebiet irgendwie noch ein Fass. Wäre zu überlegen. Ach nee. Ist zwar Wasser, aber. Eigentlich ist es Lager. So. Ein mittlerer Tank. Den würde ich hier hinkriegen. Ja, dann ist der hier so in der Nähe vom genau wie dieser hier. In der Nähe von da, wo die Biber halt wohnen. Und wenn ich den hier so hinsetze. Da so ein Stück Weg dran setze halt, ne? Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, Weg drum umzubauen, eventuell. Das ist eine Sache, das kann man so machen, glaube ich. Und eventuell muss ich mir überlegen, vielleicht hier noch eine weitere Pumpe hinzusetzen oder so. Dann muss ich gucken, wo ich die am besten hinsetze. Entweder auf dieser Seite oder noch eine hier auf dieser Seite. Theoretisch müsste auch hier noch ein weiterer Tank möglich sein. Aber das kriegen wir schon hin. Jo. Also eine weitere Pumpe brauchen wir auf jeden Fall. Ist wohin damit? Das wäre dann hier so eine große Wasserpumpe. Das muss ich hier nicht unbedingt anbieten. Das ist alles zu hoch.
nicht. Oder? Hier würde ich eine weitere hinkriegen. Die Frage ist, ist das sinnvoll, so zwei dicht nebeneinander, wohl. Vor allen Dingen, ich will nicht unbedingt das Feld da komplett kaputt machen. Finde ich nicht so sinnvoll. Die Dinger brauchen relativ viel Platz. So, damit ist das Geschichte. Ich könnte eventuell, müssen sie dann halt entsprechend Holz opfern, hier eine hinsetzen. Und wird auch hier eine gehen. Schauen wir mal. Vielleicht mache ich hier eine weitere hin. Das wäre eine machbare Lösung, glaube ich. Jo. Okay, gut. Wir müssen natürlich jetzt noch abwarten, bis das saubere Wasser das Faulwasser verdrängt hat. Da kommt es so langsam an. Und dann können wir hier andere Dinge umsetzen. Bis dahin würde ich aber erstmal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir das Ganze dann hier in Angriff nehmen. Ich danke für euer Dabeisein. Ich danke für dein Dabeisein. Vielen, vielen lieben Dank. Ich sage wie immer alles Gute und nutzt und genießt die Zeit. Bis dann.